Heute testen wir einen der wohl besten Streaming-Anbieter für Anime-Fans, den aber irgendwie immer noch keiner nutzt, obwohl ihn alle schon mal gehört haben oder vielleicht sogar dort Kunde sind. Natürlich rede ich von Prime. Doch welche Anime kann man da wirklich schauen? Lohnt sich die Seite für deutsche Synchro-Fans? Was ist das größte Problem von Prime? Und was hat es mit dem Zusatzkanal Aniverse auf sich? Das alles hier im Streaming-Test. Wenn ich noch mehr Anbieter unter die Lupe nehmen soll, dann drücke auf den Like-Button und vergiss nicht zu abonnieren, um das Video dann nicht zu verpassen. Legen wir doch mal los und wir sind jetzt hier bei Prime und da fragt man sich natürlich, okay, wie findet man dann die Anime? Und man geht einfach auf Kategorien und dann Anime. Relativ simpel, relativ leicht. Und da hat man natürlich hier und da mal Animationsfilme oder Animationsserien, aber in den meisten Fällen sind es dann auch wirklich japanische Anime. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Filme gehen, haben wir zum Beispiel hier einen Ghost in a Shell, dann einen Hunter x Hunter Phantom Rogue, aber auch Evangelion, die ganze Filmreihe haben wir hier, 1.11, 3.0. Also der vierte, der dritte, der zweite und der erste. So, dann haben wir hier Hell Blue Sky, Heaven's Feel haben wir auch komplett, No Game No Life Zero, Colorful, Aura, auch ein guter Film, den ich immer wieder empfehlen kann für alle, die Chumbio mögen. Wer den Anime feiert, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Vielleicht noch Lupin the Third vs. Cat's Eye. Im Filmbereich haben sie jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Wenn wir jetzt aber mal rausgehen und dann zu den Serien hier, das ist dann deutlich besser. Da haben wir einmal The Dangers in My Heart, Demon Slayer, The Promised Neverland, auch so ein bisschen hier verwirrend, dazu kommen wir gleich. Wenn man auf The Promised Neverland draufdrückt, hat man hier nur Staffel 2, aber es gibt auch Staffel 1, einfach danach suchen. Sworded Online, Shakugan no Shana, Devil is a Part-Timer leider nur Staffel 1 und Arifureta leider nur Staffel 1, dazu kommen wir gleich, wo man Staffel 2 streamen kann. IQ haben sie auch komplett, auch wenn hier nur Staffel 4 steht. Was haben wir dann noch? Ein Chivalry of Fate Knight, besonders kann ich dir auch empfehlen, Seven Senses of the Reunion, echt guter MMO-Anime. Klassiker haben sie hier auch, Yu-Gi-Oh!, aber da wahrscheinlich dann nicht die komplette Serie. Akame Ga Kill, Fate Grand Order, Absolute Demonic Front, Babylonia, Boarding School Juliet, nette Rom-Com, die wahrscheinlich auch die wenigsten gesehen haben. No Game No Life haben sie auch die Serie im Programm, Blade of the Immortal, richtig brutale Anime. Beatless wird ja leider entfernt, Dororo, richtig gute Serie. UQ Holder, Wotakoi haben wahrscheinlich die wenigsten gesehen. Bloom Into You, ein fantastischer Girls Love Anime, da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Scum's Wish haben sie im Programm und so weiter und so fort. Also da sind auf jeden Fall sehr viele Anime, die man sich anschauen kann. Klar, die Auswahl ist nicht die größte, ohne Frage, aber es sind schon einige, die wahrscheinlich viele auch noch nicht gesehen haben. Also es sind auf jeden Fall ein paar gute Geheimtipps dabei. Es gibt nur ein großes Problem und zu dem kommen wir jetzt. Nämlich, wenn wir zum Beispiel auf, wo ist die Serie? Irregular Magic High School drücken. Da wird einem erstmal gesagt, das ist die Staffel 101. Damit meint man eigentlich 1.1. Was das genau bedeutet, werden wir jetzt herausfinden. Und zwar, wenn wir jetzt nach unten gehen, haben wir hier Folge 1 bis Folge 13. Aber Staffel 1 hat nicht nur 13 Folgen. Nämlich Staffel 1, wir sind hier bei Anisearch unterwegs, hat 26 Folgen. Wo findet man aber dann die restlichen 13? Nun, man sucht einfach nach ihnen und da haben wir dann die zweite Staffel. Was nicht wirklich die zweite Staffel ist, sondern halt Staffel 1.2. Wenn wir da jetzt mal draufklicken, dann merken wir schon, dafür brauchen wir ein Aniverse-Abo und da hat man dann die restlichen Folgen der ersten Staffel. Was schon ganz schön nervig ist. Die wirklich zweite Staffel, der Visitor-Arc, den kann man gar nicht mehr streamen. Den gab es bei Aniverse mal. Besonders nervig ist halt die Übersichtlichkeit. Nicht nur werden Serien aufgeteilt und dann teilweise bei Aniverse halt hinter einer zusätzlichen Paywall versteckt, sondern es ist halt extrem unübersichtlich. Wir haben hier halt Staffel 2, was halt nicht wirklich Staffel 2 ist. Dann The Regular Magic High School Staffel 1.1, worüber gerade wir ja geredet haben. Und dann hat man hier wieder Staffel 1, die aber dann in Aniverse nur drin ist, wo man sich auch so denkt, warum? Der Grund ist wahrscheinlich recht simpel. Man will nicht, wenn Prime mal irgendwann die ersten 13 Folgen aus dem Katalog schmeißt, dass man dann als Aniverse nur die letzten 13 Folgen hat von der ersten Staffel. Das kann man nachvollziehen. Für den Kunden ist es aber extrem unübersichtlich, weil der könnte vielleicht über diesen Eintrag stolpern und denken, du brauchst für die komplette Serie Aniverse. Was aber nicht der Fall ist, für den ersten Teil brauchst du nur Prime.
Prime, aber am Ende des Tages solltest du sowieso dein Universe-Abo dir holen. The Wegglard Magic High School, The Movie, musst du dir zum Beispiel dann kaufen und den Visitor Arc musst du dir auch aktuell kaufen und du kannst dir auch dann die Serie nochmal kaufen, was natürlich zu Verwirrung führt. Es ist auf jeden Fall cool, dass man sich Sachen auch digital holen kann, dagegen will ich gar nichts sagen, aber das ist natürlich bei Netflix nicht der Fall, was natürlich die Seite deutlich übersichtlicher macht. Ein anderes Beispiel für dieses Problem haben wir zum Beispiel mit Fullmetal Alchemist Brotherhood. Da denkt man vielleicht zuerst auch, dass man die Serie komplett bei Prime schauen kann, aber Pustekuchen, wenn wir dann komplett nach unten gehen, hier alle 34 Folgen anzeigen, da sind wir nicht fertig mit der Serie. Wenn wir da nämlich dann die zweite Hälfte suchen, dann merken wir, oh, den Kram gibt es nur bei Universe, was schon echt ziemlich nervig ist. Also da muss man drauf achten. Du musst also, bevor du dir ein Prime-Abo holst und halt ein paar interessante Serien gesehen hast, musst du auf die Serien einzeln draufdrücken, um dann halt auch wirklich feststellen zu können und bestätigen zu können, ja, die Serien gibt es auch komplett bei Prime und du brauchst nicht noch ein zusätzliches Universe-Abo oder irgendeinen anderen Kanal, den du dann noch abonnieren musst. Wiederum der große Vorteil von Prime ist, dass viele ihn wahrscheinlich schon haben. Nicht nur ist er recht günstig mit 9 Euro im Monat, sondern viele haben ihn wahrscheinlich allein schon, weil sie regelmäßig bei Amazon sich was kaufen und da natürlich Bock haben auf Gratisversand bzw. einen extrem schnellen Versand. Und das benutze ich auch regelmäßig für englische Manga. Deutsche Manga kaufe ich mir dann meistens beim Comic Shop Bonn, werde nicht von denen gesponsert oder so. Ich finde die Verpackung nur da einfach am besten. Da werden die Manga nicht nur in so einer Papphülle eingepackt wie bei Amazon, sondern die Pakete, so 5-6 Manga, werden dann oft noch in einer Plastikfolie eingepackt, damit sie dann halt auch wirklich unbeschadet bei einem ankommen, was auf jeden Fall super ist. Aber englische Manga haben sie halt nicht und da greife ich dann meistens auf Amazon zurück, weil sie da halt auch relativ schnell, wenn sie dann halt auf Lager sind, auch bei einem ankommen. Dann natürlich hat man diese Vorteile. Als Prime-Mitglied erhältst du 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote und Preisvorteile, ne? Kann man in gewisser Weise verzichten oder ist nur ein kleiner Bonus. Was viel entscheidender ist, ist natürlich Prime Video. Da gibt es logischerweise nicht nur Anime, sondern viele andere Serien und Filme, die man sich da gönnen kann oder eben auch Amazon Musik, was auch super ist. Also das ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil, den halt Prime hat, dass man halt den nicht nur wegen Serien und Filme abonniert, sondern halt wegen diesen ganzen anderen Sachen und du hast noch den großen Vorteil, wenn du zum Beispiel halt in der Berufsausbildung bist oder studierst, bezahlst du nur die Hälfte, also hast du hier nochmal 50% Rabatt drauf. Also wenn das der Fall ist, dann gibt es eigentlich gar keine Diskussion, dann solltest du auf jeden Fall dir überlegen, ein Prime-Abo dir zu holen. Und du hast hier sogar 6 Monate ohne Kosten, also das ist auf jeden Fall schon crazy. Ein anderer Vorteil ist noch, wenn du ein Prime-Abo hast, du kannst auch Prime Gaming nutzen. Nicht nur kriegst du da kostenlose Spiele plus Loot in den Spielen, sondern du kriegst auch jeden Monat ein kostenloses Abo für einen Kanal. Und das erwähne ich nicht nur, weil ich natürlich regelmäßig Dienstag, Donnerstag, Samstag, 20 Uhr auf Twitch streame, sondern weil es relativ klar ist, wenn du halt schon mir zuschaust auf Twitch und du mich regelmäßig abonnierst, aber mit deinem eigenen Geld, dann solltest du vielleicht echt mal dir darüber Gedanken machen, ob du nicht vielleicht Amazon Prime abonnierst und mich dann halt mit Prime abonnierst, mit diesem Prime-Sub, den man dann bekommt. Also man muss dann Prime mit Prime Gaming bzw. Twitch verbinden. Gibt's ganz viele Anleitungen in YouTube bzw. allgemein im Internet. Das Einzige, was so ein bisschen verwirrend ist, sie schreiben hier immer noch im Wert von 4,99 €. Soweit ich das weiß, kostet ein normales Abo aktuell nur 4 €. Also das ist eher dann im Wert von 3,99 €. Aber ja, darüber würde ich auf jeden Fall mal nachdenken. Kommen wir jetzt aber zu Universe, der Zusatzkanal, den man dann auch abonnieren muss, wenn man weitere Serien und Filme sehen will, beziehungsweise manche Serien überhaupt komplett. Darüber haben wir ja schon geredet. Gehen wir einmal auf die beliebten Serien drauf. Da haben wir zum Beispiel Arifureta Staffel 2. Staffel 1 gibt's halt bei Prime. Farming Life, ein fantastischer Isekai-Anime. Hunter x Hunter kann man komplett bei Universe streamen. Nicht nur die ersten 24 Folgen oder was das war bei Prime. Mother of the Goddess Dormitory, eine unzensierte Edgy-Serie, die man sich auf jeden Fall mal gönnen kann. In der Spiel des Vivios, wo ich euch wahrscheinlich nicht das Bild zeige, weil das ganz schön freizügig ist. Eminence in Shadow ist natürlich, oh, da haben wir einen. Eminence in Shadow ist super. Overlord, Reincarnate as a Sword. Insomniacs im Simulcast läuft gerade. Was haben wir dann noch? Ein Danmachi, ein Demon Lord, We Try, Gate haben wir. Hier den zweiten Teil von der ersten Staffel von der Wegglard Magic High School. Konosuba hat man auch. Mavru Pengendram wurde vor kurzem hinzugefügt. Call of the Night ist natürlich super. Testament
of Sisson and Devil kam aber wahrscheinlich schon von Netflix. Den Immobile Guild, auch Hammer für Edgy-Fans. Urusei Yatsura, super Rom-Com bzw. Remake von einem alten Manga. The Devil is a Part-Timer, die zweite Staffel. Other Side Picnic, Talentless Nana, Oni Mai. Also viele Serien, Quitting Heroin zum Beispiel, von denen man wahrscheinlich auch noch gar nichts gehört hat. Wie zum Beispiel When Will Ayumu Make His Move. Dann die zweite Hälfte hier von Fullmetal Alchemist Brotherhood, Devil's Line, auch von Netflix bzw. Goblin Slayer rübergewandert. Akatsuki no Yona, einer der besten Abenteuer-Anime. Akudama Drive kann ich auch immer wieder empfehlen. Welcome to the NHK ist auch Hammer. Also da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Man hat da natürlich auch Filme, die deutlich weniger sind als die Serien, aber es lohnt sich auch. Zum Beispiel The Deer King, wenn man den zum Beispiel im Kino verpasst hat oder keinen Bock hat, die sich auf DVD oder Blu-ray zu kaufen, kann man den einfach bei Anyverse streamen. Oder auch ein anderes Beispiel, Promare, der auch super ist, den man auch halt auf DVD oder Blu-ray kaufen müsste und den man da einfach streamen kann. Also wie gesagt, die Auswahl ist jetzt hier relativ gering, was halt ziemlich doof ist. Man hat hier halt diese ganzen K-Filme drinne. Wenn halt aber K allgemein dann halt von Prime entfernt wird, das ist natürlich dann doof. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass Prime plus Anyverse nicht wirklich günstig ist in Kombination. Also für Prime bezahlst du hier 9 Euro im Monat und dann Anyverse nochmal zusätzlich 7 Euro. Und um es nochmal hier ganz klipp und klar zu sagen, du brauchst ein Prime-Abo, um ein Anyverse-Abo abzuschließen. Also du kannst nicht einfach nur ein Anyverse-Abo abschließen, was aber sowieso Sinn macht, weil wir haben es ja gesehen, dass Anyverse teilweise manchmal nur die zweite Staffel hat. Also du brauchst logischerweise dann das Prime-Abo, um die erste Staffel dann zu schauen. Aber das ist schon ganz schön teuer. Also du bezahlst dann 16 Euro im Monat. Deswegen, was ich dir empfehlen würde. Also Prime lohnt sich, glaube ich, dauerhaft. Gerade wenn du Amazon nutzt, beziehungsweise allgemein Serien und Filme bei Prime schaust, nicht nur Anime, da lohnt sich das auf jeden Fall. Oder auch noch andere Prime-Dienste nutzt. Anyverse würde ich dagegen immer für so einen Monat abonnieren oder so. Stehen ja bald auch die Sommerferien an, also da würde es sich auf jeden Fall lohnen, mal einen Anyverse-Abo dir zu schnappen, die ganzen Serien dann durchzuschauen und dann wieder Anyverse zu deabonnieren. Und wenn da in der nächsten Season jetzt nicht irgendwelche krassen Simulcasts sind, aber selbst dann kann man einfach warten 3 Monate und wenn sie dann komplett bei Anyverse erschienen sind, schaut man sie komplett durch, dann gibt es auch noch ein paar andere Serien und Filme, die kann man auch noch schauen und dann kann man wieder das Ganze deabonnieren. Worauf man auch sicherlich warten kann, ist ein Angebot bzw. eine Aktion zu Anyverse, wo es dann manchmal Anyverse für nur 3 Euro für 3 Monate gibt, was echt schon ziemlich günstig ist. Also du bezahlst für jeden Monat nur 1 Euro und das lohnt sich dann ohne Frage. Da werde ich dann sicherlich auch in den News drüber berichten, wenn es dann mal wieder so ein Angebot gibt. Aber ja, darauf kann man sicherlich dann auch achten. Die meisten Anime, nur als kurze Info, die bei Anyverse landen, kommen von KSM. Wenn du allgemein also ein Fan von diesem Publisher bist und dir nicht alles kaufen willst, landen halt viele Anime davon auch auf Anyverse. Nicht alle und auch von anderen Publishern landet da einiges, zum Beispiel von Peppermint oder Animoon, aber halt das meiste von KSM Anime. Und leider im Simulcast-Bereich schwächeln sie auch gerade in der aktuellen Season. Insomniacs After School ist auf jeden Fall Hammer, den kann ich dir empfehlen, aber das ist halt nur eine Serie und Kizuna no Alele, der lohnt sich nicht wirklich. Selbst für Idol-Fans bzw. Fans von Kizuna Ai ist der nicht wirklich zu empfehlen, die spielt da auch fast keine Rolle in diesem Anime. Deswegen, also wenn es dann vielleicht in der nächsten Season besser aussieht, dann ist vielleicht dann auch Anyverse ein bisschen attraktiver. Dann gibt es noch andere Kanäle wie Arthouse Cinema, die haben aber auch wirklich eher so Arthouse-Filme und nur sehr wenig Anime. Ich würde dir dann vielleicht sowieso eher empfehlen, anstatt das zusätzlich zu abonnieren bei deinem Prime-Abo, eher das Ganze über die Seite selbst zu abonnieren. Und wenn wir uns das mal anschauen, was es da für Anime gibt, sind da echt nicht so viele dabei. Und zwar einen Akira, Weaving Review, Makia, Space Captain Alok. Sicherlich gute Filme, aber lohnt es sich da ein Abo? Kann man drüber diskutieren. Also sich die Filme alle einzeln zu kaufen, kostet deutlich mehr als 4 Euro im Monat. Relativ klar. Also da lohnt sich maximal 1 Monat. Mehr auf gar keinen Fall. Und dann hat man noch Free Free. Ich habe überlegt, ob ich den Anbieter überhaupt erwähne. Denn man kann ihn einfach kostenlos schauen. Also das Einzige, was du brauchst, ist halt ein Amazon-Konto. Du brauchst kein Prime-Abo. Und da kann man halt viele Sachen kostenlos schauen. Aber eben auch Anime. Wie zum Beispiel ein School Days, ein Boogie Pop, ein Origairo, The Familiar of Zero, Konosuba, den Film, Yosuga no Sora, The Slayers, A Scrap Princess, Konosuba auch die Serie, Spice and Wolf und so weiter und so fort. Also da sind auf jeden Fall einige Sachen dabei.
Um es hier nochmal zu erwähnen, du wirst natürlich dann hier und da mal mit Werbung bombardiert und selbst wenn du ein Prime-Abo hast, kann man die Werbung dann nicht einfach ausblenden. Also ich weiß nicht, manche behaupten das irgendwie, ich habe es vorher nochmal kontrolliert mit Strike Witches, da wurde mir trotzdem trotz des Prime-Abos Werbung angezeigt. Ein großes Problem, was Prime noch hat, ist, dass man viele Anime nur mit deutscher Synchro schauen kann. Die haben sich aus irgendwelchen Gründen nicht die japanische Version mit deutschen Untertiteln geschnappt. Klar, für viele ist das kein Problem, die schauen gerne die deutsche Synchro, aber gerade Leute, die den Originalton mögen, die sind wahrscheinlich bei Prime eher falsch. Aniverse versucht da so ein bisschen gegenzuwirken, also die schnappen sich in letzter Zeit dann auch die Serien mit Originalton, beziehungsweise zeigen ja auch viele Anime dann auch im Simulcast, wo es aktuell auch gar keine Synchro gibt. Aber es ist halt echt schade, dass das kein wirklicher Standard ist bei Prime. Und kommen wir dann jetzt schon zu einem Fazit. Das größte Problem von Prime ist sicherlich die fehlende Übersichtlichkeit und nicht nur das, sondern dass eben auch Serien bzw. einzelne Staffeln aufgeteilt werden und man diese teilweise nur hinter einer Paywall dann weiterschauen kann, wie zum Beispiel der Regular Magic High School oder eben auch Fullmetal Alchemist Brotherhood, was echt ziemlich doof ist und was auch hier und da mal zu Enttäuschungen führen kann, weil man halt nicht immer darauf geachtet hat, nicht immer vorher darauf geklickt hat oder vielleicht auch schon seit Monaten ein Prime-Abo hat, dann eine neue Serie findet und dann in der Hälfte merkt, oh, die kann man ja gar nicht komplett bei Prime schauen, da brauche ich noch ein zusätzliches Abo, was echt ziemlich doof ist. Trotzdem, der große Vorteil von Prime ist ohne Frage, dass ihn wahrscheinlich eh viele haben. Also, wenn du halt ein Prime-Abo hast und gar nicht weißt, dass man da viele Anime schauen kann, dann schau doch einfach da mal rein. Ich werde dir am Ende auch noch eine Top-Liste verlinken, wo ein paar gute Anime dabei sind, die man bei Aniverse streamen kann. Also schau da auf jeden Fall auch mal vorbei. Für noch mehr Streaming-Anbieter im Test, klicke auf die Playlist oben rechts. Und für viele gute Anime-Empfehlungen, gehe zum Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Hast du ein Abo bei Prime? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den gefällten Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann!